Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller Antoschieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir über eine Quest bekommen können. Und zwar schimpft sich die Quest Dämmerung des ewigen Chronolord Dios. Und ja, was müssen wir für die Quest machen? Wir müssen Chronolord Dios umhauen, aber um an diese Quest ranzukommen, müssen wir ein bisschen Vorgeplänkel quasi absolvieren. In Waldracken kriegen wir ja zwei Quests, einmal oben im Sitz der Aspekte und einmal, glaube ich, hier unten noch. Die führen uns beide hier rüber. Und da müssen wir dann ein paar Quests erledigen und am Ende dieser kleinen Questreihe gibt es dann dementsprechend diese Quests hier. Wichtig ist, das sind die Instanzquests, dafür müssen wir in die neue Innie rein und zwar den Endboss der Instanz umhauen. Heißt, wir müssen alle 8 Bosse killen. Es droppt, glaube ich, 437 in dem Instanz, also schon ein bisschen höheres Item-Level. Ein bisschen Gear braucht ihr auf jeden Fall, um da durchzukommen. War jetzt aber auch nicht unschaffbar, ne? Also vollkommen machbar. Und ja, sobald ihr den Endboss dann umgehauen habt, könnt ihr die Quest abgeben und dann gibt es dementsprechend das Toy. Das machen wir jetzt hier an der Stelle mal. Und dann schauen wir uns das mal an, was das Ding macht. Also, wenn wir es benutzen, fügt es unserer Spielzeugkiste hinzu. Begebt euch in Stasis und haltet euch in einem einzigen Augenblick gefangen. Okay, das hört sich schon mal so an, ob es uns einfach nur zzt. Drücken wir das Teil. Ah, wir sind quasi in so einer Zeitkugel und nein, wir können uns nicht bewegen. Sieht ganz witzig aus. Ich frage mich, ob ich da hätte auch eine andere Pose einnehmen können. Wie lange hat denn das Abklingzeit? 5 Minuten. Okay, ja gut. Man kann sich's auch wegklicken, wenn man sich's anders überlegt hat. Also das ist relativ gut. Und ja, mehr ist es quasi nicht. Ist jetzt nichts Spektakuläres, würde ich sagen. Aber ist halt wieder ein Toy für die Sammlung mehr. Das, ja, die Questreihe da, das dauert ein paar Minuten. Das Vorgeplänkel und in der Instanz, ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, mit einer Gruppe, wir haben 2 Stunden etwa gebraucht. Aber das kann man bestimmt auch schneller machen. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.